Einen wunderschönen guten Tag hier aus München, aus der Reithalle. Und heute finden hier hinter mir die Human Brands Awards statt, nicht wahr? Genau. Und mein Gast heute, Felix Finkbeiner. Ich grüße dich. Du hast mit 9,5 Jahren einen Vortrag gehalten in der Schule. Genau. Worum ging's? Darum ging's über die Klimakrise. Ich sollte ein Referat über die Klimakrise halten. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich von Wangari Maathai erfahren. Das ist eine Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia, die in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir Kinder doch auch in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen könnten. Und so hat dann Plant for the Planet angefangen. Aber wenn da jemand einfach in der Schule so einen Vortrag hält und sagt, ich will überall jetzt 1 Million Bäume pflanzen, dann sagen doch alle, der ist gaga ein bisschen im Kopf. Nee, es gab ganz viele, die die Idee gut fanden in meiner Klasse und dann auch in anderen Klassen und in anderen Schulen. Und dann haben wir einfach zusammen den ersten Baum gepflanzt. Und so ging das ganz langsam los. Und mittlerweile gibt es Kinder überall, die dabei sind. Und im letzten Dezember hat die UN den offiziellen Baumzähler der Welt an Plant for the Planet übergeben. Das bedeutet, dass alle, die Bäume pflanzen, ob das jetzt erwachsene Organisationen sind, ob das Unternehmen sind oder auch Regierungen, alle, die Bäume pflanzen, berichten an uns Kinder, wie viel sie gepflanzt haben. Bei wie viel, du bist jetzt 15 Jahre alt, richtig? Genau. Bei wie vielen Bäumen bist du jetzt? Heute sind wir auf der Welt ungefähr bei 12,6 Milliarden Bäumen, also die wir in den letzten 5-6 Jahren gepflanzt haben. Aber die haben natürlich nicht nur wir Kinder gepflanzt, sondern mit eben den Erwachsenen zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. In 193 Ländern gibt es jetzt mittlerweile Plant for the Planet, stimmt das? Genau. Wie ist das entstanden? Was ist da passiert? Es ging eben ganz langsam los und dann haben auch Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern von dem Projekt erfahren und was wir tun und wollten dann auch aktiv werden. Also das ist wie ein Schneeballeffekt langsam gewachsen. Wahnsinn. Du hast, heute musst du eine Rede halten hier, eine Laudatio für... Radermacher, Professor Dr. Radermacher. Radermacher, der ist, was macht der? Der Radermacher, der hält sein ganzes Leben lang oder schon seit vielen, vielen Jahren Vorträge über Globalisierung, über das Finanzsystem, über die Gerechtigkeits- und die Klimakrisen auf der Welt. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für unsere Zukunft. Das sind genau diese Probleme, mit denen wir leben müssen, wenn die Erwachsenen sie nicht lösen. Und du wirst hier gleich vor Hunderten von Menschen stehen und du hältst dauernd vor lauter so Menschen Reden. Wie machst du das? Viele haben ja mit so 50 noch Angst davor. Ich bin natürlich bei jeder Rede auch extrem aufgeregt, aber ich habe jetzt ein bisschen Übung, deswegen geht es. Wie oft machst du das? Das ist schwer zu sagen, vielleicht so 50 Mal im Jahr. Das ist der Wahnsinn. Wie ist das so? Sind manchmal Leute neidisch auf dich? Nein, neidisch eigentlich nicht. Aber jeder, der aktiv sein will, der kann ja bei Plant for the Planet dabei sein. Wir organisieren die ganze Zeit Akademien. Das sind Kinderakademien und Jugendliche Akademien. Was ist eine Akademie? Was passiert bei uns sind Akademien, das sind eigentlich nur Eintagesveranstaltungen. Das sind wie Workshops. Bei den Kindernakademien lernt man, wie man selber Vorträge halten kann und aktiv sein kann und Pflanzaktionen organisieren kann. Und bei den Jugendakademien, da lernen wir, wie man verhandelt. Wir müssen ja mit Politikern verhandeln, mit Regierungschefs, aber auch mit Unternehmen, dass sie was für unsere Zukunft tun. Und genau das ist das Ziel bei den Jugendakademien. Aber du weißt schon, dass ihr die schon längst in den Schatten stellt. Sind die da noch gesprächsbereit, mit euch zu reden? Ja, das ist ganz wichtig. Also da haben wir mit manchen schon Erfolge gehabt. Zum Beispiel in Mexiko, in einer Stadt mit 250.000 Einwohnern, mit denen haben wir einen Vertrag unterschrieben, dass sie den 3-Punkte-Plan, also unsere Ziele in ihrer Stadt, umsetzen wollen. Wahnsinn. Mich interessiert... Was ist so deine Vision? Du hattest vor einigen Jahren die Vision, 1 Million Bäume überall. Und jetzt hat man da noch Ziele, Visionen, wenn man da 12,5 Milliarden Bäume auf der Internetseite stehen hat? Ja, unser Ziel ist eigentlich, unsere Zukunft zu retten. Und wenn wir an unsere Zukunft denken, sehen wir zwei Hauptkrisen. Die Gerechtigkeitskrise und die Klimakrise. Und genau um die beiden Krisen geht es uns. Und die 1000 Milliarden Bäume, die wir uns als Ziel gesetzt haben, ist der einfachste Schritt, um was gegen die Klimakrise zu tun. 1000 Milliarden, eine Billion. Eine Billion Bäume, genau. Bis wann? Eine Billion Bäume, die wollen wir bis 2020 erreichen. Wenn jeder Mensch auf der Welt 150 Bäume pflanzt, dann schaffen wir das Ziel. Und wenn wir diese Bäume gepflanzt haben, dann nehmen die im Jahr ein Drittel des weltweiten menschgemachten CO2-Ausstoßes auf. Und wenn wir das schaffen, haben wir richtig was für unsere Zukunft erreicht. 1 Billion Bäume. Also der Rademacher, der redet ja von der Finanzkrise. Und der Rettungsschirm,
der betrug 750 Milliarden Euro. Und jetzt kommst du und sagst, eine Billion Bäume. Genau. Du stellst die wieder in den Schatten. Ich frag mich, warum kommen Menschen wie du da drauf und die nicht? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass die Politiker die Probleme, die wir auf der Welt haben, wissen. Die kennen die Probleme und die kennen sogar auch die Lösungen dazu. Aber ich verstehe nicht, warum sie so wenig tun. Warum tust du so viel? Ja, ich bin nicht der Einzige, wir sind ganz viele Kinder, die aktiv sind. Aber wir tun das, weil es um unsere Zukunft geht. Wir werden genau diese Probleme ausbaden müssen, wenn wir erwachsen sind. Aber wenn wir erst dann anfangen, was gegen die Probleme zu tun, wird es wahrscheinlich zu spät sein, um noch was zu erreichen. Ist das manchmal komisch, so der Held zu sein? Warum als Held sehe ich mich nicht irgendwie? Aber viele andere, also mit denen ich geredet habe, haben gesagt, das ist ein Held. Ist das komisch? Okay. Ich habe mich noch nie als Held gesehen. Und die anderen, mit denen du zusammenarbeitest, sind das Helden für dich? Ich glaube, dass das so, wie wir auf der Welt zusammenarbeiten, dass wir so unglaublich viel erreichen. Aber es gibt natürlich ganz viele Helden, wie zum Beispiel Rademacher, über den ich heute reden werde, weil er sein ganzes Leben lang Vorträge hält, um unsere Zukunft zu retten. Wir Kinder sind ja eigentlich selber Egoisten. Wir kümmern uns nur um unsere eigene Zukunft. Aber der kümmert sich um die Zukunft von uns Kindern. Das ist klasse. Felix, ich nenne immer drei Begriffe. Und bitte drei Dinge, die dir dazu einfallen. Der erste Begriff ist die gute Schokolade. Was ist das? Die gute Schokolade, das ist ein Projekt, das wir vor einem halben Jahr angefangen haben. Wir wollten mit der Schokoladenindustrie zusammenarbeiten. Die wollten uns nicht helfen. Da haben wir gesagt, dann machen wir unsere eigene Schokolade. Daraus ist die gute Schokolade geworden und wir werden jetzt wahrscheinlich Ende November noch die millionste Tafel der guten Schokolade in Deutschland verkaufen. Und die ist natürlich CO2-neutral und fair trade und mit immer 5 verkauften Schokoladen können wir einen Baum pflanzen. Also mit diesem Projekt haben wir jetzt bald 200.000 Bäume erreicht. Zweitens, was ist Stop Talking, Start Planting? Stop Talking, Start Planting, das ist eine Kampagne, wie wir Aufmerksamkeit auf das Thema bringen wollen. Stellen Sie sich vor, da ist ein Politiker, der steht vor dem Mikrofon und redet und redet und redet. Die Kamera ist auf sein Gesicht gezoomt. Dann kommt auf einmal eine Hand vor dem seinen Mund und er kann nicht mehr reden. Dann zoomt die Kamera raus und daneben steht ein Kind, das sagt Stop Talking, Start Planting. Du hast ja ganz viele Prominente da erwischt, oder? So, genau. Ich habe gesehen, Harrison Ford, Heidi Klum, alle möglichen. Genau, und wir machen mit den Leuten, mit denen das Foto, Hand vor Mund, um da Aufmerksamkeit zu erreichen. Drittens, dein Berufswunsch für die Zukunft. Da habe ich noch keine Ahnung. Habe noch keine Ahnung, was ich tun werde, wenn ich erwachsen bin. Das finde ich wenigstens vernünftig. Dann lässt du mich nicht schlecht dastehen. Das ist eine tolle Geschichte. Danke. Also erstmal in eure Richtung weniger Nestle-Schokolade kaufen. Die kaufen nämlich alle unsere Wasservorräte auf der ganzen Welt auf. Ja. Mehr die gute Schokolade kaufen. Genau. Und wenn du noch Lust hast, machen wir gleich ein Foto, wo du mir den Mund zuhältst, damit das ich nicht mehr so viel rede. Und dann verbreiten wir das mal schön auf Facebook. Und klasse. So. Dann danke ich dir für dieses Gespräch und wir sehen uns bald wieder im März. Aber dann gibt's mehr. Genau, das machen wir. Ja. Dankeschön, Felix. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und helft mit bei Plant for the Planet. Die Adresse seht ihr hier und wir sehen uns das nächste Mal mit meinem Gast Jürgen Fliege aus Tutzing. Bis zum nächsten Mal.